Es ist Derbyzeit. Rot-Weiß Essen empfängt am Sonntag den MSV Duisburg in der dritten Liga. Wenn einer weiß, was Ruhrpott-Duelle ausmacht, dann Routinier Felix Bastians. Wir haben es ja schon im Hinspiel gesehen, ganz besondere Atmosphäre. Da haben wir es leider nicht geschafft, in der ersten Halbzeit unsere PS auf die Straße zu bringen. Deswegen umso wichtiger, dass wir da gut ins Spiel kommen, ja, die Stimmung und die Fans mitnehmen und dann bin ich überzeugt davon, dass wir auch die 3 Punkte holen können. Das Rezept zum Sieg ist für den 34-Jährigen ganz klar. Ist ja klar, Einsatzbereitschaft, Laufbereitschaft, Kampfbereitschaft, die Grundtugenden des Fußballs da im Derby auf den Platz bringen und dann werden wir auch erfolgreich sein. Furios ging es schon beim 2:2 im Hinspiel zu, in dem RWE einen 0:2 Rückstand aufgeholt hatte. Bastians erinnert sich. Wir haben wirklich die erste Halbzeit ein bisschen verschlafen, vielleicht auch aufgrund der Atmosphäre. Ich glaube, zum damaligen Zeitpunkt hat nicht jeder von uns vor so einer Kulisse gespielt. Das haben wir in der Halbzeit deutlich angesprochen, sind dann mutiger rausgekommen aus der Halbzeit und haben es dann insgesamt, glaube ich, dann ja auch verdient geschafft, noch einen Punkt zu holen. Und jetzt wird das klare Ziel sein, dass wir das von der ersten Minute an auf den Platz bringen. Dem MSV Duisburg werden an der Hafenstraße wichtige Stammspieler wie Sebastian May fehlen. Das muss aber nicht unbedingt von Vorteil sein, meint Bastian. Nein, also auf die andere Mannschaft schauen und da zu gucken, wer ausfällt, da bin ich überhaupt kein Freund von. Wir müssen auf uns schauen. Ich freue mich, wenn die Jungs bei uns wieder da sind. Wir haben dieselben Themen ja auch. Wenn bei uns jemand ausfällt, ist da jemand in der zweiten Reihe, der drauf brennt, den Platz einzunehmen. Das wird beim Gegner genauso sein. Und es sollte eigentlich jeder im Kader die Qualität haben, dann auch in der dritten Liga zu spielen. Deswegen wird es trotzdem enges Spiel und ich hoffe, dass wir das am Ende für uns entscheiden. Mit der Niederlage in Elversberg endete für RWE eine Serie von 9 ungeschlagenen Partien. Ob solche Positivstatistiken überhaupt irgendeine Rolle im Kopf des Fußballers spielen? Nein, meint Felix Bastians. Totaler Quatsch. Die Serie, es waren viele Unentschieden dabei, das ärgert einen. Ich wollte die Spiele gerne gewinnen. Da wurde es dann sehr positiv dargestellt. 9 Spiele ungeschlagen, alles ganz toll, das habe ich nicht so gesehen. Nach der Niederlage waren es dann direkt 5 Spiele ohne Sieg. So schnell kann sich das dann umdrehen innerhalb von 2 Sekunden. Deswegen bei uns bleiben, wir müssen besser werden. Wir haben noch viele Sachen, wo wir uns wirklich deutlich verbessern können, das wissen wir. Da müssen wir hart weiterarbeiten und dann werden wir wieder erfolgreich sein. Zuletzt war Felix Bastians als Linksverteidiger gesetzt, davor als Innenverteidiger. Doch was spielt der Routinier eigentlich persönlich lieber? Wo ich der Mannschaft am besten helfen kann, wo es für die Situation passt, das annehmen, da auch vorangehen. Ich probiere, wenn wir ein rotes Leibchen anhaben, dann auch zu rot zu spielen. Deswegen ist die Position da zweitrangig. Abwehr-Allrounder, bester Torschütze und gegen den MSV wird Bastians wohl wieder die Kapitänsbinde tragen. Eine wichtige Rolle in solch einem wichtigen Spiel. Kapitän von so einem Traditionsverein zu sein, ist natürlich was Besonderes. Ich glaube, dass sich meine Rolle innerhalb der Mannschaft nicht geändert hat, dass ich eigentlich ein Typ bin, der probiert auch in der Kabine und auf dem Platz Verantwortung zu übernehmen. Deswegen, ob ich dann die Binde trage oder nicht, das ist für mich in dem Sinne zweitrangig. Schön, wenn das dann öffentlich auch wahrgenommen wird, aber meine Rolle intern hat das, glaube ich, nicht verändert. Bastians und der MSV, da gibt es einen besonders interessanten Fall. Ob der Ruhrpott-Routinier weiß, welcher, ist schnell beantwortet. Nein. Gegen den MSV ist Bastians in seiner Karriere noch ungeschlagen. Ja, wunderbar, kann so weitergehen. Danke.